zu Besuch im Vereinszentrum GUG, der Homosexuellen Initiative Wien, kurz HOSI. Dort trifft City & Life Kathleen und Lukas. Die beiden arbeiten für das Projekt Peer Connection. Was ist Peer Connection? Peer Connection ist das Schulaufklärungsprojekt in Wien. Peer Connection gibt es schon seit 2003 und hat sich zur Aufgabe gestellt, mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen in den Dialog zu treten und Vorurteile quasi aufzulösen oder zu besprechen zumindest. Was ist euer Ziel? Das Ziel von Peer Connection ist sicher Sichtbarkeit, weil nach wie vor Homosexualität in der Schule ein Tabu ist. Das heißt, es wird nicht viel darüber gesprochen, man hört nicht viel darüber. In Schulbüchern sind alle Leute heterosexuell. Und es ist sozusagen uns ein großes Anliegen, in die Schulen zu gehen und zu sagen, man kann über dieses Thema offen sprechen und da ist nichts Schlimmes daran. Genau. Wie funktioniert's? Also wir stellen uns nicht vorne hin, wie sie das sonst so gewohnt sind in der Schule und halten einen Vortrag, sondern versuchen eben ein abwechslungsreiches, buntes Programm zu gestalten. Es sind auch keine Lehrkräfte dabei, ganz wesentlich. Es kommt meistens sehr gut, wenn die Lehrperson klopft und wir bitten sie dann explizit hinaus, dann ist das Eis immer gebrochen. Also ein ganz wichtiges Signal, es geht um Sie, um Ihre Fragen. Was sind die häufigsten Fragen? Es ist unterschiedlich, zum Beispiel mit eher jüngeren Leuten kommen sehr viele Fragen zum Thema Sexualität. Sonst drehen sich die Fragen viel um die persönlichen Geschichten von uns. Das ist ja auch das Spezielle an unserem Projekt, ist, dass wir nicht als Expertinnen neutrales Wissen sozusagen vermitteln, sondern wir sprechen als Menschen auch über uns selbst. Und das ist sozusagen für viele Menschen einfach was ganz Interessantes, persönliche Fragen stellen zu können. Also, wann hattest du dein Coming Out? Wie gehen deine Eltern damit um? Hast du eine Beziehung? Willst du Kinder haben? Kann man das? Ist Adoption möglich? Und etc. Gibt es schwierigere Klassen? Es sind dann erstaunlicherweise laut meiner Erfahrung Gymnasien. Also sehr, sehr aufgeklärte, politisch korrekte Jugendliche, wo du dann denkst, so, sie möchten alle so sehr korrekt wie möglich sein und wissen eh auch sehr gut Bescheid, sind sehr offen, sehr tolerant. Und da dann eben doch noch das Eis zu brechen, in den Dialog zu treten, das ist dann manchmal sehr schwierig. Aber ansonsten gibt es immer was zu reden. Und wenn gar nichts geht, geht immer Sex. Also das ist immer, gerade bei Jugendlichen, wichtiges Thema einfach. Und es redet niemand mit ihnen drüber. Von daher wird es auch sehr gern dann in Anspruch genommen. Tipps fürs Outing? Prinzipiell ist es einfach schwierig, es zu verheimlichen und es belastet und das macht Druck. Und gleichzeitig geht es aber auch nicht immer, weil es gibt einfach auch Eltern, für die das gar nicht geht und dann muss man sich einfach auch schützen. Also es ist, genau, immer abzuwägen. Vielleicht erstmal so den engsten Freundeskreis einweihen, mit der besten Freundin, mit dem besten Freund reden. Aber sich Zeit lassen, ne? Sich nicht unter Druck setzen lassen von nichts und niemandem. Und immer dran denken, es ist total in Ordnung, es ist nichts Schlimmes, es ist total okay. Peer Connection kommt auch gerne in deine Schule. Mehr Infos findest du auf der Homepage von HOSI Wien.